Hi Leute, das ist Anum hier und ich zeige euch heute die Waffen, die ich finde, die am besten geeignet sind, besonders am Anfang und die richtig stark sind, die ihr schön hin und her jonglieren könnt für unterschiedliche Klassen, weil die meisten Waffen davon, die ich auch hier als erstes hochgelevelt habe, die habt ihr auf den meisten Klassen zur Verfügung. Heißt, selbst wenn ihr eine Klasse komplett hochspielt, ich habe meinen Taktiker auf 25 und habe halt dort die entsprechenden Waffen so gut es geht hochgelevelt. Ich brauche noch ein paar Mal gnadenlos, um die auf Reliquie zu kriegen. Das habe ich bisher nur beim Kettenschwert gemacht. Brauche noch ein bisschen XP für das Boltgewehr, wo wir gleich drauf zu sprechen kommen, was richtig geil ist. Und natürlich das Meltergewehr, der absolut brutalste Waffe, finde ich, im Game. Das ist absolut heftig. Das Ding spielt sich wie eine Shotgun auf Close und Midrange. Wie gesagt, ich brauche noch ein bisschen XP und dann geht's hier schön auf die Befreiung Ophelias, weil ich persönlich finde, ihr braucht Reichweite bei dem Meltergewehr eigentlich überhaupt nicht. Das Ding ist für einen Nahkampf gedacht und so solltet ihr damit auch handhaben. Ihr blockt und pariert gegnerische Angriffe und greift dann mit dem Meltergewehr an. Empfehlen würde ich euch, wie gesagt, auf die Variante zu gehen, die wirklich nicht auf die Reichweite setzt. Wenn ihr dann in den Vorteilsbaum geht und anfangt zu skillen, dann habt ihr hier Schaden gegen Terminusfeinde, den müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen. Dann geht ihr hier runter auf schnelle Erholung. Was richtig cool ist, ihr habt so viele Gegner, die ihr platt machen könnt, auch besonders die kleineren Gegner, die einfach weggemetzelt werden, die einfach explodieren, wenn ihr mit der Melter draufballert. Geht dann hier rüber und stellt dann noch mehr Rüstung wieder her, beziehungsweise die Rüstungsregeneration, die setzt noch früher ein. Danach geht ihr hier rüber und erhöht die Nachladegeschwindigkeit aller Waffen, weil es doch ein bisschen länger dauert, bis sie nachgeladen ist, um 10%. Und statt dann hier rüber zu gehen für die Immunität und hier die effektive Reichweite zu erhöhen, geht ihr dann hier hoch und erhöht die Magazinkapazität. Was sehr cool ist, dann der erste Schuss nach dem Nachladen, wenn es eh schon ein bisschen schneller geht, erhöht dann nochmal den Schaden um 10%, geht dann hier rüber und nach einem Ausweichen mit perfektem Timing steigt die Feuerrate für 5 Sekunden nochmal um 25% und am Ende nochmal generell Feuerrate um 10%. Das ist absolut brutal, da arbeite ich gerade drauf hin und das macht das ohnehin schon starke Meltergewehr zu einem absoluten Biest. Als zweites sprechen wir über das normale, stinknormale Boltgewehr. Und hier gibt es meines Erachtens nur eine Variante, die ihr wählen solltet. Und zwar ist das die Variante mit dem Granatwerfer. Der Granatwerfer ist halt einfach geil. Ihr schaltet es einfach um zwischen dem normalen Feuermodus und dem Granatwerfer-Unterlauf. Zieht es dann durch und das Geile ist, wenn ihr vor Elite-Gegnern steht, ihr könnt auch ein bisschen auf Reichweite ballern damit. Die Gegner sind so schnell gestaggert und sind so schnell finisherfähig. Das gibt euch sonst keine andere Waffe, abgesehen von dem Meltergewehr, wo es halt auch richtig schnell geht. Aber hiermit seid ihr auch Mobgruppen und Gegner halt, wie gesagt, auf Reichweite. Selbst wenn ihr irgendwelche Gegner erreichen müsst, die, keine Ahnung, gerade um Verstärkung rufen, die könnt ihr schön mit gezielten Schüssen, ein, zwei, könnt ihr die direkt ins Wanken bringen und abbrechen. Das ist absolut geil, das Ding. Empfehlen würde ich euch, wenn ihr im Vorteilsbaum auf Kopfschüsse geht, ne? Also Kopfjäger, dann beharrlicher Jäger für, ne? Wenn die Gesundheit unter 30% liegt, macht ihr nochmal 25% mehr Schaden. Dann die Nachladegeschwindigkeit aller Waffen steigt, das ist eh wichtig für alle Waffen, finde ich ganz geil. Danach geht ihr rüber zum Fähigkeitsnachladen. Nach dem Einsatz einer Klassenfähigkeit wird die aktive Waffe sofort nachgeladen. Geht dann weiter auf schnelle Erholung. Das hat man eben bei dem Meltergewehr auch schon. Dass das Töten eines Feindes stellt die Rüstung 0,5 Sekunden früher wieder her. Und Kopfjäger für noch mehr Kopfschussschaden. Das Töten eines Feindes stellt wieder 0,5 Sekunden früher die Rüstung wieder her. Geht dann hier rüber. Und wenn deine Gesundheit unter 30% liegt, stellt das Töten von 10 Feinden in schneller Folge, besonders für kleine Gegner, geil. Weil ihr die meisten könnt mit einem Kopfschuss komplett aus dem Leben reißen. In schneller Folge die Gesundheit um 5% wieder her, Abklingzeit hier 30 Sekunden. Dann geht ihr rüber zu Kopfjäger, macht 10% mehr Schaden und nochmal für Kopftreffer. Runter auf erweitertes Magazin, die 15% nehmen wir natürlich dann mit.
Scharfe Präzision beim Schießen ohne Zielen sinkt die maximale Streuung der aktiven Waffe um 25%. Wenn ihr mal schnell zurück ausweichen müsst und aus der Hüfte schießt, ist das natürlich sehr, sehr geil. Und nehmt dann hier den Schaden gegen Tyranidenfeinde um 10% mit. Ihr könnt das Ganze, wie gesagt, immer die Vorteile zurücksetzen und könnt dann anders skillen. Das ist nur meine Variante, wie ich hier da noch weitergehen werde. Und für mich, für meinen Spielstil entsprechend, den meisten Sinn macht. Die normale Boltpistole auch sehr, sehr geil. Könnt ihr mit jeglichen Klassen tragen. Das Ding ist ein absoluter Killer tatsächlich, besonders aus der Hüfte. Und hier würde ich euch empfehlen, unten den Weg zu wählen. Und dann hier nach einem Nahkampfangriff sinkt der Rückstoß für 5 Sekunden um 35%. Ist beim Ballern aus der Hüfte natürlich richtig geil. Nach einem Nahkampfschuss wird die aktive Waffe sofort nachgeladen. Ne? Ihr kennt das, wenn ihr den Gegner staggert und den quasi das rote Fadenkreuz seht und draufballert. Ist natürlich sehr, sehr geil. Wird direkt nachgeladen. Die maximale Streuung sinkt um 10, hilft uns beim Feuern aus der Hüfte. Kopfschüsse, ja, die nehmen wir dann mit. Müssen eh hier weiter und können dann hier die Magazingröße nochmal erhöhen. Gehen dann hier auf schnelle Gesundheit. Wenn deine Gesundheit unter 30% liegt, steht das Töten von 10 Feinden in schneller Folge. Ne? Gesundheit 5% wieder her. Abklingzeit 30 Sekunden. Nehmen hier nochmal eine erhöhte Magazinkapazität mit. Gehen dann hoch auf Kopfschüsse, fügen 10% mehr Schaden zu. Wieder aus der Hüfte und beim Schießen ohne zu zielen sinkt die maximale Streuung der aktiven Waffe um 25%. Das ist ein absolutes, die schießt eh schon sehr, sehr schnell. Ne? Wenn ihr einen guten Triggerfinger habt, dann nehmt ihr hier schön den Kram mit und könnt schön aus der Hüfte ballern. Und da ist der Perk natürlich nochmal schön von Vorteil. Wählt habe ich auch hier die Varianten, die einfach uns am meisten Munition bringen. Und meistens nehmt ihr eh immer die Pistole raus, wenn die Haupthandwaffe leer ist komplett oder wenn ganz viele kleine Gegner da sind und ihr wollt nicht unbedingt die Spezialmuni von eurer Haupthand verwenden. Ihr könnt ihr hier halt schön aus der Hüfte die ganzen kleinen Mobs wegballern. Zu guter Letzt kommen wir zum Kettenschwert, mein absoluter Liebling. Besonders für den Spielstil und bei der Verteidigung achtet auf Fechten. Fechten ist halt geil. Es gibt ein verlängertes Zeitfenster für die perfekte Parade. Damit die meiste Zeit, ihr merkt es wahrscheinlich selbst, wenn ihr unterwegs seid. Ihr werdet so oft aus dem Rücken raus angegriffen oder Gegner schlagen auf euch ein. Und da ist manchmal Parieren und Zurückweichen eigentlich die beste Möglichkeit, um am Leben zu bleiben. Und wenn ihr das Kettenschwert habt und die Verteidigung ausrichtet auf Fechten entsprechend, ne? Ihr startet ja mit der Standardversion, wo es ausgewogen ist. Geht zum eine Stufe weiter auf Meisterhaft. Dort habt ihr es immer noch auf ausgewogen. Und sobald ihr bei Kunstvoll seid, könnt ihr das Ganze Richtung Fechten drücken. Also hier bleibt es ausgewogen, da bleibt es auf Blocken. Aber Fechten ist halt absolut geil zum Parieren. Und das habe ich halt auch direkt hochgeballert, als ich die ersten Rüstkammerdaten hatte, auf Gnadenlos. Weil das Schwert das erste, was direkt gepusht werden musste, allein wegen dem Parieren. Weil es einfach so unglaublich die Verteidigung steigert. Und halt auch nahezu auf jeder Klasse benutzt werden kann. Was absolut geil ist, ne? Im Vorteilsbaum bin ich die untere Route gegangen. Nahkampfschaden steigt um 5%, obwohl der nicht so wichtig ist. Klar, wir schlagen ihn wieder mal zu. Aber es ist halt primär für das Parieren gedacht. Schwere Angriffe stellen 100% mehr umkämpfte Gesundheit wieder her. Das ist der weiße Balken, den ihr erleidet. Das ist der, den ihr wieder zurückholen könnt, wenn ihr danach Damage macht. Der Nahkampfschaden steigt um 5. Dann nochmal um 5 und dann hier habt ihr den Wirkungsradius vom Stampfangriff. Der steigt um 50%. Das ist die Kombo, die ihr macht, wenn ihr drei leichte Schläge und dann beim vierten Schlag den Button reingedrückt. Dann gibt es eine Stampfattacke, die richtig gut Damage macht. Da ist der Wirkungsradius erhöht. Die leichte Kombo erhöhen von 4 auf 5, die braucht ihr nicht. Dauert nur länger, bis ihr den Stampfangriff machen könnt. Nahkampfschaden gegen Chaosfeinde könnt ihr dann mitnehmen. Und nehmt dann hier, während du mit einer leichten Kombo Schaden zufügst, erleidest du 15% weniger Fernkampfschaden. Das ist halt auch so eine Sache, der Fernkampfschaden ist richtig krass in dem Game, besonders von den kleinen Mobs, wenn die auf einen ballern, hilft natürlich hier enorm. Dann haben wir hier Trampelschritt, halte nach einem Stampfangriff, ne, also nach der eigentlichen Kombi, die Angriffstaste erneut und dann stampft ihr quasi zweimal. Das ist richtig, richtig geil. Geht dann hier rüber auf den Nahkampfschaden gegen Majoris-Feinde, steigt um 10%.
Und dann könnt ihr euch hier überlegen, ich würde tatsächlich hier für aufeinanderfolgende leichte Angriffe, steigt der Nahkampfschaden, leichte Angriffe jeweils für 3 Sekunden um 3% bis maximal 30%. Ne? Also wenn ihr wirklich nur am Durchschnetzeln seid, habt ihr hier nochmal bis zu 30% mehr Damage. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr auch hier runtergehen und erhöht den Schaden gegen Extremis-Feinde nochmal 15% und könntet halt hier eine Kill-Serie mitnehmen nach dem Töten von 10 Feinden. In schneller Folge mit einer leichten Combo verlierst du bei erlittenen schweren Schlägen nicht die Kontrolle, kannst für 5 Sekunden nicht zurückgestoßen werden. Ganz harte Abwägungszeit von 10 Sekunden. Ist natürlich auch ganz geil, je nachdem, worauf man Bock hat, weil es ist oftmals auch so, dass man, wenn man gerade die Combo durchdrücken will und möchte den Stampfangriff machen, dass man dann ein bisschen gestaggert wird. Und da hilft die Kill-Serie natürlich ungemein. So, und das waren so meine Favoriten, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von den Waffen haltet und was so eure Favoriten sind. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Anschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut.